Hallo in meinem digitalen Unterrichtszimmer. Du willst ein Stück auf der Gitarre spielen, das vier Kreuzzeichen hat und weißt aber gar nicht, was das bedeuten soll und wie du dich der ganzen Sache nähern sollst. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und springen zum Computer. Du hast nun also ein Stück mit vier Kreuzzeichen. Und die Kreuzzeichen geben genau an, welche Töne erhöht werden müssen. Im Zentrum dieser Kreuzzeichen könnte immer ein Ton, eine Note sich befinden. Und genau diese Note, die sich hier in diesem Zentrum befinden würde, diese Note wird erhöht. Das bedeutet in der Musik, ein Kreuzzeichen ist immer an dieser Stelle hier. Und an dieser Stelle wäre unser F. Jedes F in diesem Stück wird nun um einen Halbton erhöht. Und zwar nicht nur das F, das sich hier befinden würde, sondern auch alle anderen F in allen anderen Oktavlagen werden genauso erhöht. Auf der Gitarre bedeutet das Folgendes. Das F hätten wir auf der ersten Seite am ersten Bund. Dort wird es nun nicht mehr gespielt, sondern um einen Bund höher. Das F heißt dann auch nicht mehr F, wenn das Kreuzzeichen hier steht, sondern es bedeutet, der Ton heißt nun Fis. Schauen wir uns nun das nächste Kreuzzeichen an. Das nächste Kreuzzeichen hat in der Mitte diesen Ton. Hier befindet sich das C. Das bedeutet, nicht nur dieses C, sondern jedes weitere C, das es in diesem Stück gibt, wird um einen Halbton erhöht. Schauen wir uns das wieder auf der Gitarre an. Wenn wir zum Beispiel auf der zweiten Seite am ersten Bund ein C spielen würden, müssten wir dieses C nun am zweiten Bund der zweiten Seite spielen. Genauso verhält es sich bei dem C auf der fünften Seite. Auf der fünften Seite haben wir am dritten Bund ein C. Dieses muss nun am vierten Bund gespielt werden. Wir haben also bis jetzt das F und das C jeweils zu einem Fis und einem Cis erhöht und schauen uns nun an, was mit dem dritten Vorzeichen, wie es da aussieht. Die Mitte des dritten Vorzeichens befindet sich hier. Hier hätten wir den Ton G, bedeutet wiederum jedes G, nicht nur das G2, sondern auch das G1 und alle anderen G, die sich in diesem Stück befinden, müssen erhöht gespielt werden. Schauen wir uns an. Die dritte leere Seite wäre bei uns ein G. Somit musst du auf der dritten Seite am ersten Bund das Gis spielen. Möchtest du auf der ersten oder auf der sechsten Seite das G spielen, das würde sich am dritten Bund befinden, müsstest du nun am vierten Bund greifen, damit du das Gis spielen kannst. Und wir springen zu unserem letzten und vierten Vorzeichen. Hier würde sich das D befinden, bedeutet also wieder, jedes D in diesem Stück, nicht nur das D2, sondern auch das D1 und alle anderen D, müssen wieder um einen Bund erhöht gespielt werden. Ein Bund höher bedeutet in der Musikfachsprache ein Halbton höher. Nehmen wir an, dieses D befindet sich auf der zweiten Seite am dritten Bund. So müsstest du nun das Dis am vierten Bund der zweiten Seite spielen. Bräuchtest du das D der vierten leeren Seite, müsstest du das Dis auf der vierten Seite am ersten Bund spielen. Somit weißt du nun Bescheid, wie es sich verhält, wenn du ein Stück spielen willst, das vier Vorzeichen hat. Das F wird zum Fis, das C wird zum Cis, das G wird zum Gis und das D wird zum Dis. Viel Vergnügen
bei deinem Stück mit vier Kreuzzeichen.